And it's you that I want to need. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Back to the Roots. Ihr habt es euch gewünscht und wir haben ja mit dem ersten Teil mit Didier Drogba Legend begonnen. Und heute gibt es natürlich wieder eine Legende, eine aktive Legende, die wir in FIFA 16 testen. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn ihr mehr davon sehen möchtet. 5000 Likes wären richtig krank und natürlich auch ein Kommentar mit der nächsten Legende oder aktiven Legende. Es kann auch eine richtige sein, die wir natürlich dann mit seinen Ex-Vereinen zusammenbauen oder beziehungsweise ein Team mit den Ex-Vereinen zusammenbauen und natürlich dem Spieler, um den es dann hier in dieser Episode geht, mit seinen ganzen Ex-Vereinen. Und heute seht ihr es schon, es ist nur ein Verein da, und zwar der AS Rom, die Roma. Und natürlich wisst ihr, glaube ich, schon, wer der Starspieler der heutigen Episode ist. Ich glaube, das ist nicht schwer, denn im Sturm spielt heute die Legende Francesco Totti, International Man of the Match, Classic Hero, 92 rated. Guckt euch diese Werte an. 5 Sterne Weak Foot, 89 Schuss, 91 Passen und 93 Dribbling. Der wird heute hier richtig rasiert, da bin ich mir ziemlich sicher. Natürlich ein Team mit AS Rom, denn er war immer bei AS Rom, er war immer bei der Roma, ist kein einziges Mal gewechselt, ist seinem Verein treu geblieben, seinem Jugendclub. Ich kann euch jetzt hier die Statistik einmal aufzählen. Seit 1993 und hat unglaubliche 601 Spiele absolviert und 248 Tore für die Roma erzielt. Unglaublicher Spieler, was für eine Legende. Und mit ihm werden wir jetzt versuchen, das ein oder andere Törchen zu erzählen. Ich denke mir mal, das könnte funktionieren. Aber das werden wir gleich gemeinsam sehen. Also Francesco Totti hier, die italienische Roma-Legende hier heute im Sturm mit unglaublichen Werten. Natürlich hier der ein oder andere Spieler gar nicht mehr bei Rom, ne? Hier zum Beispiel Pjanic oder Kohl oder Castan ist, glaube ich, jetzt auch bei Genua. Ist aber nicht so wichtig. Hauptsache, er hat schon mal mit den Leuten gespielt und dann ist eigentlich alles gut. Und jetzt schreibt auf jeden Fall gerne einen weiteren Spieler in die Kommentare, mit dem wir das dann wieder machen sollen. Also wie gesagt, Didier Drogba war schon und Totti. Und mal schauen, wer dann nächste Episode drankommt. Ich bin gespannt drauf. Aber jetzt werden wir erstmal mit ihm spielen. Richtig nice. Lasst auf jeden Fall jetzt schon ein Like da, wenn ihr mehr davon sehen möchtet. Und jetzt kann ich eigentlich nur sagen, starten wir doch direkt hier mit Francesco Totti, 92 rated. Auf geht's. Den Gegner hätten wir, er dreht schon richtig durch und endlich haben wir einen gefunden. Das hat ungelogen eine halbe Stunde mindestens gedauert. Und jetzt ist er soweit und er hat die Legende Claudio Pizarro, Classic Hero, alles klar. Bundesliga-Team um Claudio Pizarro mit Aubameyang und Lewandowski im ZOM, das könnte richtig interessant werden. Pizarro gegen Totti. Und mal schauen, wer hier gleich der Sieger sein wird. Let's go. Totti, erster, hinten richtig offen und fault uns direkt. Zweite Minute, das ist schon gleich eine richtig gute Distanz eigentlich. Und bekommt rot, aber so verdient. Habt ihr das gesehen, wieder da einfach reingerischt. Alles klar, das sollten wir jetzt eigentlich hier hinbekommen. Mit Totti, der den einfach jetzt bitte aufs Tor bringen kann. Totti nimmt Anlauf. Und das war gar nicht so schlecht, aber Leno kann parieren. So langsam gleich mal einen Schuss aufs Tor bringen. Jetzt ist es soweit. Und das war eigentlich die beste Möglichkeit. Die 8. Minute und er dreht schon übelst durch. Und natürlich jetzt auch schnell vorbei sein, wenn er jetzt hier sweatet. Und er macht tatsächlich das 1:0. Okay, er kommt einmal durch, macht das Ding. Egal, es ist erst die 13. Minute, ist noch alles gut. Komm jetzt, Pjanic, Mann. Auf Totti. Wir sind immerhin einer mehr und das sollten wir jetzt eigentlich so langsam ausnutzen, und das macht er auch. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Dieses Dribbling. Ihr müsst nur einmal stehen bleiben und er macht da irgendwas mit seinen Füßen und haut das Ding hier auch mit seinem schwachen Fuß rein. Er hat ja keinen. Und das war einfach nur perfekt gemacht. Kann man eigentlich nur sagen. 1-1. So muss das sein. So, komm. De Rossi. Das war gut gesehen. Jetzt Pjanic. Das läuft. Und da ist wieder Totti. Jetzt einmal drehen. Der Torwart ist nicht wirklich im Tor. Viel zu weit draußen. Und das nutzt natürlich der gute alte Francesco Totti. Und haut hier das Ding rein. Aber wie schön. Und das hat er gesehen. Ich hab's gesehen. Und dann einfach direkt mal abziehen. Denn ich meine, das hat er drauf. Und das ist keine Kunst. Sogar durch die Beine oder so. What the fuck?
Nice. Shit, Alter. Und jetzt fallen wir hier in den Konter 3 gegen 1. Wo sind unsere Verteidiger? Jungs, wo sind die? Aber er regelt alleine. Oh mein Gott, Manolas regelt hier alleine. Ich weiß nicht, wo die anderen waren, ist aber auch egal. Halbzeitstand 2 zu 1. Wir sind einer mehr, aber man sieht es nicht wirklich, denn so schlecht ist er nicht. Aber das sollten wir jetzt hoffentlich in der zweiten Hälfte ein bisschen besser machen. Totti schon 2 frische Tore. Mal gucken, wie es weitergeht. So ist jetzt 50. Minute. Wieder kurz ausführen. Totti kann es mit beiden Füßen, deswegen ziehen wir jetzt mal rauf. Und das war gar nicht so schlecht. So langsam ausnutzen. Vielleicht sollten wir einfach mal hier auf Salah spielen, denn der Typ ist natürlich nicht der langsamste und läuft hier jetzt einfach mal straight durch. Und Mohamed Salah hat es jetzt sich eigentlich verdient, den Ball alleine reinzumachen. Und dann laufen wir jetzt einfach mal durch und machen es hier mit Mohamed Salah, stark durchgelaufen. Und ja, da ist das 3-1. Stark gemacht von Nainggolan, Junge. Was ist das für ein Einsatz? Was ist das für ein Einsatz? Und Totti kann zwar nicht mehr laufen, aber das kriegt er vielleicht noch hin. Und Pfosten, aber da steht Pjanic und macht das 4-1, oh mein Gott. Okay, am Ende ist es dann doch ordentlich. Jetzt ist es natürlich vorbei. Und ich weiß nicht, ob er noch Motivation hat, alleine vor dem Tor hier, Totti. Und mal sehen, ob er den jetzt auch noch eiskalt reinbekommt. Natürlich, das 5-1, 80. Minute. Wie gesagt, wir sind einer mehr. Da braucht man sich jetzt nicht so übertrieben feiern. Trotzdem der Hattrick für Totti. Und der Schiedsrichter pfeift die Partie ab. Wir gewinnen 5-1 am Ende. Klar, er hatte eine rote Karte. Ist hier Man of the Match, Francesco Totti. Nice, kann man sich auf jeden Fall sehen lassen. Die Tore waren ja auch nicht von schlechten Eltern. Man of the Match sind beide geboren. Pjanic und Totti, und ich glaube, am Ende braucht man sich nicht beschweren. Wir werden natürlich noch ein Spiel spielen mit der Legende. Gegner Nummer 2, wir haben 5-1 gewonnen im ersten Spiel und er hat ein fast komplettes Barca-Team außer Laporte und DeMarcus und Ramos, aber er und Konoplyanka und Co., ja, ist auch egal, doch kein Barca-Team mit Konoplyanka, Footy Winner und Suarez im Sturm, könnte das auf jeden Fall spannend werden. Die Gegner sind stark, aber wir haben immerhin auch den Francesco Totti und deswegen werden wir alles geben und mal gucken, ob wir jetzt hier noch das ein oder andere Türchen mehr erzielen können. Let's go. Auf De Rossi, der Ball sitzt, da ist Totti, dreht sich einmal. Oh mein Gott, Totti, Digga, gib ihm. Er macht irgendwas und kommt da tatsächlich durch, Digga. What the fuck, Alter? Guckt euch das mal an. Auch wenn der Ball jetzt hier nicht aufs Tor geht, kriegt er den nochmal. Junge, okay, seine Zweikampfstärke ist echt unnormal krank. Pjanic, zack, Totti, dreh dich einmal. Er läuft durch, jetzt wären das irgendwelche Trainingshütchen. Und da ist das 1-0, abgestaubt, der El Shaarawy. Und da ist das Ding, 31. Minute, Vorarbeit kann man schon sagen. Totti, der läuft da einfach nur durch, auch wenn er 78 Tempo nur hat. Führt er sich echt ein bisschen schneller an und dann muss Shaarawy nur abstauben. Mann, er ist jetzt so in der Überzahl vorne, aber Junge, was verteidigen wir hier gerade? Richtig heftig, das Tackling. Und wieder Totti, Mann, und wieder Totti. Guckt euch das an, das ist so leicht, Mann, das sieht so leicht aus. Totti läuft durch und da ist das 2-0. Und wie kommt der da vorbei? Ich schwör's euch, echt schwer, das Trainingshütchen, läuft er da durch und haut das Ding dann da rein. Krank. Das ist einfach nur krank, Mann. Und sein Schuss oder seine Schusstechnik sowieso. Halbzeitstand 2-0. Und was für ein Tor eben von Francesco Totti. Geht in Ordnung. Das Spiel dominieren wir gerade. Mal gucken, wie die zweite Hälfte weitergeht. Geht immer weiter. Und Totti hat natürlich auch die Übersicht für El Shaarawy. Und jetzt muss er nur reinziehen. Shaarawy macht das. Stark, aber wie hält er den? Das war ein starker Pass von ihm. Und jetzt ist auf einmal irgendwas mit der Verbindung. Ich bitte euch, das kann bitte nicht meine Verbindung sein, Mann. 74. Minute und das wär's jetzt. Nein, Mann, warum hakt das auf einmal? Ey, bitte nicht. Die Verbindung mit dem Gegner wurde unterbrochen. Oh mein Gott. Er hätte vielleicht sogar noch rankommen können, aber das war's. Wir gewinnen 2-0. Totti mit einer 9,2er Bewertung. Er hätte vielleicht das ein oder andere Tor mehr erzielen können, aber ich muss sagen, was für Schüsse der Typ drauf hat. Und unglaublich, was für ein Dribbling er drauf hat. Auch übelst krank. Man kann ihn nicht vom Ball trennen. 2-0 geht es dann aus. Es war verdient. Das sehen wir hier nochmal mit den Chancen. Sein Internet ist wahrscheinlich abgekackt. Aber das soll uns nicht stören. Das war's. Was für eine Karte. Was für ein Spieler. Francesco Totti hier nochmal am Ende. Einfach nur rasiert, kann man sagen. Ich weiß nicht, wie viele Tore. 4, glaube ich, hat er jetzt
insgesamt in dieser Episode gemacht. Das war schon ganz gut stark, ja. Ganz gut stark, alles klar, Real FIFA. Nein, ich hoffe, es hat euch gefallen mit Back to the Roots heute. Mit Francesco Totti, letzte Episode mit Didier Drogba. Wer die verpasst hat, kann die natürlich auch gerne nochmal abchecken. Lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne jetzt den nächsten Spieler rein, die nächste Legende oder auch irgendein anderer. Es muss ja noch nicht mal eine Legende sein. Es kann ja auch einfach ein ganz normaler Spieler sein, der schon mal bei irgendeinem anderen Verein war. Und dann bauen wir natürlich die jeweiligen Vereine um diesen Spieler rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, Francesco Totti, heftiger Typ, ja. Kann ich euch wirklich empfehlen. Was für eine, ja, was für eine Maschine, muss man sagen. Was für eine Karte. Man kann ihn am besten, glaube ich, mit einem schnellen Stürmer noch da nebenbei spielen. Und dann ist eigentlich wirklich alles vorbei. Das war's jetzt. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.